Hallo und wieder recht herzlich willkommen zu The Division. Und wieder mit dabei der Onkel. Ja, halli, hallo, Hallöchen. Und der Revado. Hallo, Freunde. Yeah. Yeah, willkommen in Manhattan. Ja, wir sind endlich in Manhattan angelangt. Endlich geht's weiter. Unser Abholhelikopter wurde zur Explosion geschickt. Hä? Leicht zerstört. Könnte man so sagen, ach, was ist denn hier hinten? Demontiert. Ich hab ja gar nicht gesehen. Und jetzt sind wir hier. Der ist eben gerade aufgeploppt. Das Boot da hinten ist eben gerade bei mir aufgeploppt. Hier ist es normal weiß und wenn ich näher rangehe, dann laden die Texturen nach. Jetzt ist es weg bei mir. Es ist weg. Ja, geh mal näher ran. Krass. Wo sind? Ne, es ist weg. Wo ist es hin? Es ist offen. Es ist weg. Wir haben hier mit Aliens zu tun. Denk mal, ich spiel mit. Ne? Ja, denk dran, ich spiel mit. Ja, es ist wieder da. Nö. Tarnvorrichtung. Doch, jetzt ist es wieder da. Ja. Ja, du darfst nicht vergessen, ich spiel mit. Ne? Bugs sind hier in der Tagesordnung. Okay, dann gehen wir weiter, oder? Dann lass uns mal in das in die große Welt Manhattan eintauchen. Man kann ja hier werden Waffen ziehen. Hier werden wir im Großteil des Let's Plays sein. Das Spiel sein in Manhattan. Und ja, das habe ich ja schon in der Beta nicht gemacht. Mich das Manhattan-Projekt. Was? Atomtest gemacht. Hm? Das ist übel, echt übel. Bin ich gar nicht. Kann man es da draufsetzen? Ja. Wie stehen wir denn jetzt da? Das wäre es jetzt gewesen, Alter. Wir stehen da. Na, weißt du doch. Okay, gehen wir mal in die alte. Ich hab schon wieder alles vergessen. Boah, sieht das geil aus. Ich hoffe, du kriegst nicht die Grippe. Wie jetzt? Die böse Grippe halt. So, jetzt sind wir am Marktplatz, wo die ganzen anderen Typen auch sind. Dann, 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 dann. Ja, hier diese. Ja, Sterbe. Wand. Ja, und hier gibt's ja zum Beispiel den Geschenkeverkäufer. Oder wie heißt denn der? Geschenkeverkäufer. Keine Ahnung. Und da kriegst du den Rucksack zum Beispiel. Sehen Sie sich das nur an? Ah, oh, endlich mal verkaufen das Zeug, ja. Doch, nee, das hab ich doch gelesen. Wie gesagt, du kriegst einen Code per Mail. Und ich habe den eingelöst und da stand da, du hast den schon. Ich so, klasse. Toll. Weil der im Season Pass schon drin ist. Ich so, klasse. Toll. So, was haben wir denn hier? Also ich kaufe mir jetzt eine Strafvollzugsweste. Und zwar oder hat die 22 ein Strafvollzugsholster gibt's auch. Cool. Ich will aber einen Strafvollzugsrucksack gerne. Scheiße, gibt's nicht. Es gibt auch einen Rekrutenrucksack, aber da hat nichts weiter. Aber da Rucksack. Warum willst du denn irgendeinen anderen Rucksack? Ich verstehe das nicht. Weil da ist weil Rucksäcke cool sind. Mhm. Da steht auf Rucksäcke. Ich tu mal hier noch nichts kaufen. Besuchen Sie mich bald wieder. Da gibt's ja noch mehr Händler. Braucht Rüstung. Der? Ja, hier, der hat Wumm. Wumme, ich habe gerade eine legendäre Wumme gefunden. Alter, mir fehlen schon wieder nur so ein paar Dollar für eine neue Waffe, ne? Ich könnte schon wieder kotzen. Oder ein Rucksack, ne? Ja, ich habe plus 317, also ich kann ja nichts kaufen. Ja, ich habe 384 cool. Und ich brauche 399 oder 397. Also haben egal, was ihr da seht, meine Waffe ist besser. Ich werde mal hier den Einsatzbericht anfordern. Wo ist denn das? Oha. Alter, hier, ihr müsst hier Munition auffüllen. Der halbe Bildschirm gerade voll geploppt mit irgendwelchen Sachen. Ja, weil wir total leer waren. Hast du auch aufgeladen, Onkel? Ich habe gerade gesagt, ich nehme mal die Mission an. Wir quatschen einfach mal weiter. Hier. Ja, hier ist Auffüll-Muni-Kiste. Pade, ich kann leider nicht mehr hören, was die gesagt hat. Ja. Das ist aber blöd. Du was? Ich spare mein Geld. Aber ich glaube, wir werden uns jetzt in Zukunft überlegen, ob wir die Mission nochmal auf schwer machen oder nicht, weil es ist ja Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn. Glaubst du Gott? Ich würde mal sagen. Obwohl, das hat uns ja auch. Kommt drauf an, ne? Das hat uns ja noch nie aufgehalten, ne? Ach, wir machen das nochmal auf schwer. Ach, hier, guck, hier hast du die Lagerkiste. Die meinte ich, genau. Und hier hast du nämlich eine Lagerkiste und da kannst du deine Sachen drin lagern. Und überall, wo du eine neue Lagerkiste findest, kannst du da wieder auf die Sachen, die du da reingehen hast. Ja, den Scheiß, den du im Prinzip nicht brauchst. Lager ist leer, okay. Aber ich mach das nicht, weil ich kann ja den ganzen Scheiß, den ich nicht brauche, verkaufen. Ja, aber bestimmt verkaufen.
Hast du es jetzt schon abgescannt hier oder was? Okay, Revan, ja, scannt schon. Ja, kann jeder abscannen. Warte mal, verkaufen. Das kann nur einer von der Gruppe abscannen. Oh. 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 Und zwar hast du bestimmt in diesen einzelnen, wenn du, wo du jetzt gesagt hast, hier mit den einzelnen Lagern. Das ist so komisch. Warum sehe ich denn nicht? Ich hab mich gerade verlaufen. Ach hier, wow. Und ich denke mir mal bei den ganzen einzelnen Unterschlüpfen, dass du da nichts verkaufen kannst oder so, dass du das bloß in der Hauptbasis machen kannst. Und von daher, da gibt es dann bestimmt die Kisten und die kannst du dann überall zugreifen. Aber wir werden es sehen, das muss ich sagen. So, jetzt werde ich erstmal den Onkel, ich habe jetzt auf der Begolfen, was ich nicht brauche, weil was das soll ich mit Waffen, die ich sowieso nicht benutze. Auf der Karte gibt es jetzt feindliche Basis angreifen und sowas. Stand alles hier auf dem Ding, das siehst du jetzt auf der Karte. Ja, da haben wir jetzt feindliche Basis angreifen. Boah, wie viel Mission. Also da haben wir ordentlich was zu tun. Wenn wir da echt immer entscheiden können, ob schwer oder nicht, da gibt es grünen Kampf, daneben Einsätze. Eieiei. Ja, das wird geil. Seid ihr schon reingegangen? Ich stehe noch hier. Okay, gehen wir weiter. Wo ist der Crazy? Ich kaufe mir gerade eine Waffe. Ich kaufe mir gerade eine Waffe. Ich hab mir jetzt eine neue Schrot gekauft. Auf damit. Wie? Brauchst keine Waffe. Wie? Brauchst du Pistole. Brauch keine Waffe. Nee, ich hab auch eine mit 1700 Schaden fast. Okay. Nee, ich hab mir jetzt meine Schrot jetzt erneuert. Ah. Aber ich hab solche komischen Vorratskisten noch nie in Rollenspielen benutzt. Damals schon nicht. Ich auch nicht, weil verkauf den Käse, was ich sowieso nicht benutze und gut ist. Ja, aber du kannst später, Mann, wenn ihr jetzt 5 geile Waffen habt und dann könnt ihr die halt. Ja, aber man benutzt doch. Also ich. Ach shit, jetzt haben wir. Wir sind jetzt Stufe 4. Jetzt haben wir natürlich auch eine sekundäre Waffe. Und ich hab jetzt meine ganzen Waffen verkauft. Ich blöd, Mann. Naja. Egal, ich werde schon wieder eine finden. Ja, ich hab nicht alle verkauft. Ja, ich schon. Eine habe ich behalten. Ja, meine Standard, also die ich habe halt, ne? Ja, sind wir jetzt in der Welt, ich könnte aber auch eine zweite Schrot nehmen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt trotzdem erstmal ins Haus, in unsere Operationsbasis und dann machen wir Nebenmissionen wieder und so. Ja. Dass wir erstmal unser Haus finden. Hier, meine neue Schrot. Oh, was war das? Alter. Ich. Mann, musst hab meine neue Schrot ausprobiert. Oh. Ich hab doch gesagt, das ist meine neue Schrot. Und dann hab ich das ist eine neue Schrot, aber du musst doch nicht gleich schießen. Doch. Du bist einer, ey. Was, beim Abschluss von Nebeneinsätzen werden sie mit Blaupausen für Ausstattung und Anfertigung belohnt. Ach, geil. Wieso kriege ich solche Pop-Ups nicht? Okay, hab ich auch nicht bekommen. Ach guck mal, hier ist Chelsea, hier sind die Zonen. Da können wir auch in andere Gebiete jetzt rein. Oh gut, du hast wirklich alles vergessen, oder? Von der Beta. Das ist kein Gebiet, das ist einfach nur ein Stadtviertel. Genau, aber das haben verschiedene Schwierigkeitsgrade. Ja, ist richtig. Aber er hat echt alles vergessen, ne? Also, ja, hab ich auch. Ey, der Boden sieht auch ganz anders aus jetzt, ne? Oder? Oh, ja, warte mal, Einsatz. Sauberer. Einsatzbericht. Ach, entdeckt. Schätze. Tu das also. Und wenn sie Kinder haben, tu einfach so, als ob du es ernst meinst. Dann geben sie nach. Vor allem mit Kindern. Ja. Und wenn nicht, dann geht das auf sie. Sie sterben nur dann, wenn sie sich dafür entscheiden. Sie haben die Wahl. Das ist doch Blödsinn. Ja, aber ich gebe reichen Arschlöchern keinen Freifahrschein, nur weil sie Familie haben. Jeder hat Familie und meine verhungert. Jetzt sei ein Mann und lass es uns tun. Okay, das sind wahrscheinlich alles so Nebenmissionen. Oh, Entschuldigung. Ich seid ja noch. Ich bin fertig. Ihr habt ja noch später. Sei ein Mann. Ihr habt ja noch später angefangen als ich. Sorry, ich habe es gerade nicht mitgedacht. Oh, hier. Ja. Och. Kriegen wir alle Erfahrung? Nee. Nur du. Arsch, du hast mir es gerade geklaut. Also ich wollte ihm helfen. Man kann hier auch noch Nebenmissionen und sowas, wie es ausschaut, finden. Noch. Der Warno hat mir gerade was geklaut. Nee, ich hab dir nichts gegeben. Doch, hast du. Nein, weil ich hab noch 2 Medikits. Der wollte Medi was war haben. Das jetzt? Du denkst, ich bin eure Mutti oder was? Der Rivano, der hat mir gerade was geklaut. Nein, nein, da bin ich nicht. Ja, was soll ich jetzt machen? Hört auf zu streiten. Mami, Onkel. Hört auf zu streiten. Ab ins Bett. Jetzt gibt's kein Abendbrot essen. Genau. Gehst heute ohne Zähne putzen ins Bett. Ich fange ja einen zu petzen hier, der Wahnsinn. Oh, ja.
Der Crazy, ey. Wie weit war das weg? Guck mal, du erschreckst die Leute. Der war gerade am Verrecken und du erschrickst den. Du hast mir jetzt auch die XP geklaut. Du hast mir das jetzt genauso geklaut. Hör mal auf. Na, Crazy, was machst du denn? Das war nichts anderes. Ich wollte dem was geben und du machst Nein, Puff, der hat nichts. Doch. Nein. Trotzdem ist es dämlich, weil du jetzt Gegner angelockt hast. Ist doch cool. Cool. Naja. Ist doch nicht dämlich, ist doch cool. Wo sind denn Gegner? Ich rieche ja keinen. Ich scanne sie. Zack, zack, da sind sie. Die haben jetzt natürlich irgendwo. Haben jetzt natürlich auch die Geisel getötet. Jawoll. Das sind doch mal wieder Gegner, die umfallen und nicht wie diese Hardcore-Viecher. Ja, gut, ne? Das ist gut? Ja, gut halt. Gut halt, ne? Ja, gut. Oh, was haben wir denn hier? Eine Apotheke hier. Hm? Das ist ein Massagesalon hier, hä? Ja, du bist auch so eine Massage. Hier, guck mal. Oh, was liegt denn hier rum? Ach nee, das ist gar nichts, bloß ein Licht. Warte mal, irgendwo ist doch die Tür. Welche Tür? Wo die Geisel drin ist. Naja, es gibt keine. Na, noch nicht. Noch nicht. Doch, das erinnere ich mich noch. Hier das war es hier, aber ist jetzt nicht da. Da müssen wir aus der Mission annehmen. Die hat da zu sein, sonst hau ich sie. Die sehen alle gleich aus, die Gebäude. Ja, das ist mir in der Beta auch schon aufgefallen. Hier drüben ist was Grünes. Wollen wir das eben abschließen? Das Nein, wir gehen erstmal zur Operationsbasis. Das ist nur ein paar Gegner töten. Danach haben wir dann nur Mission. Ein paar Gegner. Ohne töten. Irgendwo um was anzunehmen. Das ist nur Gegner töten. Gerade rüber. Ich gehe zur Hauptbasis erstmal. Ich will erstmal. Ja, aber die Hauptbasis zeigt doch da hinten lang. Du läufst doch falsch. Nein, die zeigt mir hier an. Okay, bei mir zeigt die andere Seite. Du läufst genau in die falsche Richtung, Herr Revano. Ja, nee, die ändert sich. Ist halt ein GPS, ne? Der kürzeste Weg. Wartet doch mal. Ja, was bleibt denn da stehen? Ich stehe doch gar nicht. Verstehe dich nicht. Oh, meine hat sich festgehangen an der Wand. Lass ihn hängen. Oh, Pennsylvania. Geil. Ah, Pennsylvania. Und eine Riesenratte ist mir gerade über den Weg gelaufen. Kann ja mal durchscannen, oder? Oh, da vorne sind welche. Oder? Was ist wo? Keine, sind aber keine Gegner. Nein. Zivilisten. Will gerade schießen. Hier ist Division-Agentin Fei Lau, bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Directive 51 als Teil der Operation Answer, Phase 2. Wer Sie auch sind, Sie werden massiv angegriffen. Ich weiß nicht, welche Art Hilfe Sie... Ach, scheiß drauf, wir nehmen alles, was Sie haben. Passen Sie auf, wie kommen Sie in meinen Funk? Wir retten Ihnen den Arsch, aber passen Sie auf, dass Sie auf keinen schießen, der Ihnen helfen will. Ende. Okay. Dieser Kampf, der rechts ist da. Links ist das der. Mein Ballern. Gott, wir üben noch mal das mit den Seiten, oder? Wieso? Weil das links ist und nicht rechts. Warno ist wie so eine Frau, ne? Ja. Achtung, sehr oft aufgefallen. Einheit 43, Vorsicht, Agenten der Division sind als Rückendeckung zu ihrer Stellung unterwegs. Ohne auf Zeit, dass Hilfe kommt. Schaffen Sie sie sofort her. Das war ja die Beta-Mission. Immer schön raus, die Granaten. Mach dich platt. Vielleicht. Sicher war die. Scan. Irgendeiner schießt auf mich. Irgend so ein Sacktreter. Sacktreter. Boah. Jetzt habe ich schon so eine Stabilisator-Ding. Ich verzerr trotzdem noch übelst den Schuss. Das ist nicht gut. Ich hab explosiv geschossen. Ist das gut? Boah, ich bin tot. Was war das denn? Nein. Krass. Geht? Keine Ahnung, ich hab grad voll Feuerschub abgekriegt. Wo sind denn hier die Gegner? Ich sehe keinen Gegner. Ich hab da liegt was Grünes. Das ist gut. Da liegt was Grünes.
Boah, zwei Knarren. Geil. Das war fantastisch. Boah, das verzerrt übelst die Waffe. Yeah! wo war denn das? Das ist schon eine Kunst, mit der Knarre zu ballern. Hier, Brandgeschoss. Die Lage da draußen ist jetzt unter Kontrolle. Oh. Mein offizieller Bericht? Die Division hat uns den Arsch gerettet. Danke für die Meldung, Einheit Bravo. Schön, dass Sie es geschafft haben. Bleiben Sie wachsam. Wir müssen die Basis wieder aufbauen. Gehen Sie ruhig rein und sehen Sie sich schon mal um. Ich habe endlich ein Transportmittel und bin auf dem Weg zu Ihnen. Gehen wir das an. Okay. Jawohl. Ich guck erst mal, was ich schnell geklickt habe, ja? Boah, ja, ich habe ganz viele grüne Sachen bekommen. Und dann gehen wir zur Post. Ich habe wieder ein neues Waffenteil bekommen. Erweitertes Magazin. Oh, gleich anbauen hier. Boah. So. Geil. Aber ich habe keine Mods für die Pistole. Magazingröße nochmal erhöht. Cool. Habe ich denn jetzt gemacht? Ach so. Ach, bumm. Rekrutenmaske. Puff. Ah. Und ein Wachpersonalschoner. Cool. Ich habe einen Laserpointer. Jo, habe ich auch in Rot. Hey. Ja, wenn er blau wäre, wäre komisch. Ja, es gibt verschiedene Farben an Laserpointern. So nicht. Ey, Alter. So ist das nicht. Achso, das ist die normale Jacke. 3% Präzision aus der Hüfte schießen. Cool. Kleiner Laserpointer. Zeig mal, so. Wie sieht der aus? Ne, wie ein Laserpointer. Yeah. Hm, Alter, bleib zu stehen, bleib kurz zu stehen. Revano, bleib kurz zu stehen. Mein Gott, er muss weiterlaufen, wenn ich sage, bleib kurz zu stehen. Ja, das war steht doch. Da war gerade total verknotet, stand er hier vor mir. So. Der hat da hinten so geguckt und ist nach vorne gelaufen und das hat den Knoten hatte ich gehabt. Oh, wir sehen doch gar nicht mal so verkehrt aus. Oh geil, ich habe einen neuen Rucksack. Hier, stopp, mach nochmal das, was du gerade gemacht hast. Ich? Ja, du hast gerade irgendwas gemacht, mach das nochmal. Ja, mach ich. Ziel wahrscheinlich dann nach rechts drehen oder irgendwie sowas, mach mal. Hallo. Danke nicht. Zielen. Hä? Ziel mal und dreh dich mal irgendwie bitte. Ja, genau. Ich mach dir das auch mal. Sich verdreht. Wie geht das? Ja, du auch, Alter. Jawohl, das ist ja krank, Alter. Wir sind voll die Baby-Gruppe. Also Ziel, also nach unten ziehen und dann im Kreis drehen. Alter, okay. Dein Oberkörper, Alter. Wir könnten ohne Witz im Zirkus auftreten. Wir können auch die Leute belustigen. Ja, so cool. Alter, wir sind die Alien-Infanterie. Komm, wir gehen da rein. Ich wollte im Inventar irgendwas gucken. Ja, hier rein. Ich weiß nicht was, aber egal. Ja, mal wir gehen jetzt in die Post. In die Post. Luftventilation und Reinigungssysteme aktiv. Kontaminationsstufe gesenkt. So, also jetzt müssen wir wieder abstimmen, wenn man irgendwie jemanden Belohnungshändler entdeckt. Oh, jetzt kommt eine Zwischensequenz. Agent, yep. Wir müssen die Basis wieder aufbauen und wir müssen den New Yorkern zeigen, dass sie ihre Stadt zurückkriegen. Unsere Operationsbasis hat viel Potenzial, aber im Moment ist sie ein Schrotthaufen und wir können sie nicht bemannen. Um den Laden auf Vordermann zu bringen, brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun. Ärzte zum Beispiel. Da ist eine Virologin, die das Feldlazarett am Madison Square Garden leitet. Aber die ganze Gegend ist im Arsch. Mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung zum Laufen. Ohne sie... Der JTF-Commander Benitez ist draußen im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Moral stärken. Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen. Wir brauchen Strom. Und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand versucht, aber... Es gab Ärger, als er uns anschließen wollte. Ohne ihn bleiben die Lichter aus. Isaac kann die einzelnen Flügel der Basis selbstständig erfassen und die Fortschritte synchronisieren, damit wir eine bessere Übersicht über das Geschehen erhalten. Und je stabiler die Basis, desto besser geht's der Stadt. Hey, laufen Sie doch nicht weg! Viel Glück da draußen. Jetzt fertig. Okay. So, ich werde erstmal die Computer anschalten, wie auch unter Beta. Geil. Was für Computer? Achso, die drei Ausrufezeichen? Ja, ich gehe erstmal in den Tech-Flügel hoch. Die JTF mobilisieren und uns mit den nötigen Informationen und der Feuerkraft versorgen, um die Straßen zu säubern. Ich mache hier unten erstmal. Der medizinische Tech-Flügel habe ich. Sobald wir den Virologen hier haben, können wir einen Stab einrichten, den Ursprung des Virus erforschen und Vorräte heranschaffen.
geil. In erster Linie, Mann, für ist das geil. Aber auch für uns. Na, jetzt schalten sich dadurch auch viel mehr Missionen frei, weißt du? Das war ja bloß die eine Mission im Dings. Medizin? Nee, zwei waren es insgesamt. Aber wenn sie Rhodes herbeischaffen können, also in der zweiten Liga. Zwei Missionen. Ehemaliger PMC. Er weiß mehr, als man erwartet. Ich halte ihn für sehr hilfreich. Und dann Failing treffen am Eingang, aber das machen wir später, oder? Wir können es ja machen schnell und dann kann man ja trotzdem hier drinnen weiter sind. Ich stehe da vorm Eingang, also ich bin noch nicht reingerannt, ich warte noch auf euch. Ich bin auch noch nicht, wo ist der Eingang? Ich suche ihn gerade. Ich finde den Eingang. Ach, hier, wo das Blaue ist, genau. Oh, na, jetzt oh scheiße, Zwischensequenz startet. Ja, bei mir auch. Wo? Wieder rausgehen einfach? Struhe. Hey, hören Sie, ich werde nicht mit Ihnen da rausgehen können, nicht mit diesem gottverdammten Bein. Ich tue, was ich kann von hier aus, auch wenn es nicht viel ist. Sie haben ja keine Vorstellung, wie sehr ich auf diesen Einsatz gewartet habe. Für genau so ein Szenario habe ich mein Leben lang trainiert. Aber das hier ist noch weit schlimmer als erwartet. Sie erinnern sich, dass Sie keine Verbindungen knüpfen sollten? Weil es Sie behindern würde, wenn Sie aktiviert werden? Nun, ich habe es probiert, aber es hat nicht funktioniert. Nicht für mich. Das sind meine Mitbürger, das ist meine Stadt. Wir holen Sie zurück. Hey, Sie müssen... Ja, okay, okay. Die Leute brauchen uns. Lassen wir sie nicht hängen. Fertig. Jo. Das war die mit dem Bein, ne? Die hat gesagt, dass die Stadt zurückholen und sowas, ne? Das habt ihr auch gehört. Aber die Sequenz war irgendwie anders, ne? Als in der Beta, habe ich so das Gefühl. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir machen erstmal, bevor wir uns hier weiterhin umgucken, ich würde sagen, machen wir morgen im nächsten Part. Und ja. Wer war? Ja, hört sich gut an. Crazy war dran. Achso. Ja gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder im nächsten Part und ja, bis. Tschüss. Ciao.